Jawohl, den Hebel haben wir umgelegt. Okay, muss ich bestimmt eh machen, sonst wäre ich jetzt bestimmt zurückgelaufen. Ah, noch ein Herz. Also in den Büschen kann man doch dann des Öfteren mal Herzen finden anscheinend. Ja, hier, die können nicht durch die Büsche durch, die dummen Bären, ja? So, dann machen wir jetzt mal den hier auf. Was jetzt da passiert? Ach, da ist noch ein zweiter aufgegangen, okay. Boah, muss man sich erstmal alles merken. Okay. Dann gehen wir mal hier zurück so, ne, so hier lang. So, in den hier rein. Ist schon verwirrend, was die hier für ein Versteckspiel treiben. Aua. Aua. So, ma. Du Scheißvieh. So, und jetzt geht doch bestimmt das hier auf. Nee? Okay, dann muss ich jetzt erstmal hier rüber wahrscheinlich. Diese Spinne töten. Den Hebel umlegen. Jetzt geht da das Tor auf. Okay. Ich weiß nur nicht so ganz, wofür ich den Hebel unten gerade umgelegt habe. Also das hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Aber egal, ich gehe jetzt mal hier rein. Komm immer höher. Und endlich mal... Ach, lol, endlich mal ein Safe Point. Yo, ey. Bam. Die ist aber krass drauf, ey. So. Wandeln wir mal den Pfad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich auch noch ausweichen hier. Oh Gott, herunterstürzende Felsbrocken. Nein, aua. Obwohl, dass die nicht so viel Schaden machen. Ja, ich habe die kaputt gemacht, dumme Spinne. Weißt du, vor allem hier ist natürlich permanenter Felshagel, ne? Ist klar. Guck mal, die können keine Treppen gehen, die Bären. Deshalb mache ich die hier. So. Aua, aua, aua. Oh nein, tot. Oh, gut, dass da vorne gerade ein Safe Point war, ey. Alter. So. Hier ist aber auch hart. Weil die bewegen sich so merkwürdig. Man hat so echt wenig Platz, dazwischen herzurennen. So. Aber es geht. Es geht. Man merkt, wenn man das zweite macht, dann geht's. So, hier kommen die Bären wieder. Die muss man natürlich schneller abschlachten, als einem lieb ist. Aua. Oh, Level up. Dann bin ich voll und habe noch ein Herz gerade aufgehoben. So, plus 2, plus 2, plus 1. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Aua. Wäre lustig, wenn der ein nächster runterkickt. So, bam, tot. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, das sieht böse aus, aber ich mach's trotzdem mal. Ach du Scheiße. Ich wollte mich ja wohl verarschen hier. Oh Gott, boah, dieses Herz. Okay, einer ist schon mal tot. Oh. Noch ein Herz, ja. Oh Gott. Oh, geh weg. Oh. Okay, der ist tot. Herz. Tor. Oh. Komm. Kein Herz. Oh. Die bewegen sich auch manchmal so komisch. Okay, XP. Oh. Aber zum Glück sind die nicht so hinter einem her unbedingt. Also. Ha! Oh, geschafft. So, ist jetzt irgendwo noch einer? Ah, da ist noch einer. Aber ich hole mir erstmal noch ein paar Herzen hier. Hier ist hoffentlich auch noch eins. Nee, nicht mehr. Tot. Wieso habe ich jetzt nochmal Schaden bekommen? Kann mir das mal einer erzählen? Krass eigentlich. War jetzt so ein Mini-Boss zwischendurch mal. Okay, da rennen wir rein. Oh Gott, wer ist der denn für einer? Geh weg! Hä? Schaut mal, Sheep. Ein Mammut. Und ich dachte, die seien wegen der globalen Erderwärmung ausgestorben. Jedenfalls versperrt es uns hier diesen Weg. Dann tötest du einfach. Ah, ich hab's. Ich benutze den Armreif der großen Stärke, den ich neulich einem Händler abgekauft habe. Damit werde ich das Mammut in 0, nichts aus dem Weg räumen. Ja, sie kann alles, ne? Ne? Oh. Ja, es funktioniert nicht. Toll. Hat dieser Händler mir etwa einen gefälschten Armreif ohne Magie angedreht? Wenn ich den in die Finger kriege, werde ich den Tag bereuen, an dem er mich getroffen hat. Ja, wir gehen langsam die Ideen aus. Ich überlasse das Problem euch, Sheep. Okay, dann muss ich halt kaputt schlagen. So, ging noch. Ja, muss nur mal einmal vor den Rüssel hauen. Weg mit dir! Komm, hier ist noch eins. Hier muss ich oben durch. Ach, ich muss das hier irgendwie... Das war doof, das hier hinzuschicken, ne? Oh, da drüben sind schon wieder ganz viele Beeren. Nein. Oh, eine Kiste! Eine Kiste! Lucky Block. Nein. So, komm, gib was Geiles. Oricon-Erz. Ein äußerst seltenes Erz, aus dem mächtige Ausrüstung gefertigt werden kann. Okay.
Wo kann ich das machen? Wo hatte ich denn vorhin hier? Ach, Escape. Da hatte ich doch irgendwas. Okay, kann ich hier jetzt was mitmachen? Okay, kann ich anscheinend noch nicht. Und hier kann ich anscheinend auch noch nichts machen. Nee, gut. Machen wir erstmal wieder zu hier. Und gucken wir mal, was da passiert, wenn wir den hier hinschicken. Nee, da rennt er nicht weg. Okay. Kann ich den vielleicht wieder entblocken? Ich komme bestimmt gleich da raus. Irgendwie, wette. Ja, haut ab. Boah, so eben gekillt hier. Okay, die sind schon mal dood. Jetzt muss ich den wahrscheinlich hier runterschicken irgendwie. Vielleicht jetzt hier runter nochmal? Nee, verstehe ich jetzt gerade nicht so. Ach so, lol. Ich muss wahrscheinlich hier rüber, um das Nashorn von ihr anzuschubsen. Kann das sein? Ja. So, und jetzt? Dann rennt es nicht. Ja, schön. Jetzt hänge ich aber hier fest. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Achso, ich kann das ja nochmal hier rüber schieben. Aber jetzt ist es wieder da. Das ist natürlich schlecht. Aber ich könnte das hier nochmal versuchen, von dem Kistenraum aus hier rüber zu schieben. Weil dann habe ich ja einen Weg offen eigentlich. So. Bam, 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 bam. So, jetzt gehe ich nochmal darüber, wo gerade die Bären waren. Schieß dem hier in den Arsch und dann komme ich ja darüber. So, weil dann kann ich nämlich hier unten rum dahin laufen. Mein Gott, diese dämliche Nashörner, weißt du? Einfach abstechen und rüberklettern. So, oh nein, jetzt kommt hier noch so ein... Weißt du, wenn ich ja sehen würde zumindest vorher, wo ich was hinschießen kann. Aber ich schieße einfach mal den da runter, komme ich schon mal hier hin. Müssen die etwa auf diese drei Dinger hier drauf? Boah, ey. Das wäre aber furchtbar. So, gucken wir erstmal, was hier unten noch ist. Hier ist nichts mehr. Ich schieb den jetzt einfach mal hier hoch. Achso, ich kann jetzt den hier hochschieben, ne? So, was kann ich denn jetzt noch machen? Ich kann den darüber schieben. Oder den hier mal darüber erstmal. So, dann komme ich zumindest schon mal hier hin. Und dann kann ich den hier runterdrücken. So. Dann kann ich jetzt den darüber schieben. So, auf den da drauf. So, aber den kriege ich jetzt nicht hier unten rum, ne? Irgendwo. Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Dann passiert gar nichts, okay. Ja, da muss ich ja mal... Hä? Wieso ist denn nicht weggerannt hier? Treffe ich den jetzt nicht mehr, oder was? Das wäre aber doof. So. Ich würde einfach da, wo der Riss ist, die Wand einschlagen. Jetzt kriege ich hier keinen mehr raus. Ernsthaft, Freunde? Trifft er den? Warum denn den da unten? Hä? Okay, der ist schon mal weg. So, jetzt könnte ich natürlich versuchen, den hier da nochmal hinzustellen und erstmal den anderen rüber zu schicken, der da ist. Dafür muss ich erstmal den hier hinschicken. So, es kann ja nicht so schwer sein, ne? Ich mach das schon. Pass auf. So, ne? So. Den schicke ich jetzt da runter. Dann schicke ich den hier von oben hier hin. So, ne? Schicke jetzt die beiden wieder rüber und dann habe ich ja die Schalter alle betätigt. Weißt du, ist klar, die haben hier einen Öffnungsmechanismus, wofür zufällig ein Mammut da sein muss, was zufällig vielleicht ausgestorben ist, ist klar, ne? So, okay. Bam. Geschafft. So geht das. So easy war das doch jetzt dann. Ja, komm, geh auf. Lass mich jetzt dahin. Ich will jetzt hier raus. Also, ob Mammut hier, das reicht jetzt langsam. Hoffentlich kommt nicht noch ein Mammut-Level. Aber hier nebenan sah es schon so aus, oder? Nee. So, hau ab. Muss hier durch. So. Oh, Save Point immerhin. Danke. Hier sind auch wieder Spinnen. Komm ich denn hier lang? Ach, da außen.
So. So, kommt mal schön hier an den Busch ran, ihr Lappen. Und dann hauen sie mich echt noch. So, hier durch den Busch gekämpft. Okay, hier ist doch bestimmt noch irgendwas für mich, ne? Ja, Nummer 2 Herzen. Nice. Ich glaube, man kann die nicht treffen, wenn die gerade im Begriff sind zu schießen. Oh, na geez, ne? Die sind, kannst du nicht mehr stoppen, also. So, rennen wir mal hier hoch. Okay, schnapp sie dir. Wie denn? Was? Warum? Die Lawine oder was? Oder? Oh Gott, wer ist das denn? Das ist wahrscheinlich eine Dämonin, ne? Rückzug. Lass sie Licht entwischen, ja. Das arme Mädel scheint einen Pechtag zu haben. Meint ihr, wir sollten ihr helfen, Schieb? Ja. Na gut, packen wir es an. Okay, Hauptsache es gibt Schlägerei. Wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Ja, ich komme niemals in sein Labor zurück. Wir kennen keinen Professor Giro, wir möchten helfen. Aber ich sag mal ja einfach. Lasst mich gehen. Ja, okay, ich lasse sie mal gehen hier. Danke. Jetzt kämpfe ich gegen die alle. Schnappt sie euch, aber seid vorsichtig. Der Oberst will sie lebend. Ja, aber nicht mit mir hier. Guck mal, ihr seid voll die Lappen, wisst ihr das? Ich habe voll viele Menschen getötet gerade. Krass, ey. Oh. Kurz die falsche Taste gehabt hier. Aua. Oh Gott, kann sie vorher nicht angreifen. Können wir hier hinstellen, da können sie nur von unten kommen. Da kommt ihr alle her hier. Hier ist eine wunderbare Gasse. Die Soldatensterbegasse ist hier. Kommt rein, kommt, immer schön. Oh, wer ist das denn? Er läuft erstmal vorbei. Was geht hier vor? Wo ist das Mädchen? Nirgendwo. Der war hektisch. Ich weiß nicht, ich habe gerade erst ein Schwert in einem alten Haus gefunden. Weiß nicht, wer ich bin, aber trotzdem mache ich hier so einen Ritter. Oh, lol. Er tötet mich mit einem Schlag? Krass, aber es war wahrscheinlich, musste wahrscheinlich eh so sein. Wer sind diese Leute? Ja, weiß ich, ich frage mich das auch schon. Sie haben uns angegriffen, als wir das Ziel festlegen wollten, Oberst. Ich habe euch doch davor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist sie? Sie ist entwischt, Oberst. Sucht weiter und nehmt die beiden anderen im Palast auch fest. Ich werde sie später verhören. Ja, ja, Sir, ja, ja, ja. Ach, Mann. Da hat er mich voll abgestochen halt, ne? Also, ob die mich in dem Palast da jetzt nochmal hinkriegen, also, das sehe ich ja nicht kommen, ne? So, komm. Lass mich hier mal wieder zum Leben erwachen. Komm. Der hat mich angestochen, aber ich habe volle Health wieder. Dem anscheinend gute Gesundheitsvorsorge. Schieb? Ja! Schieb? Ja, ich bin tot. Steht auf, oh! Oh, ja, was ist hier los? Aha, endlich aufgewacht. Ja, ja. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns ins Gefängnis geworfen. Was für ein Dreckloch. Man sollte meinen, man hätte uns um 50 Jahre in die Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Ja, jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das als Logik zu erklären. Ja, finde ich auch. Krasse Story, ey. Hey, schaut mal, was denn? Der Soldat, der uns Wasser gebracht hat, hat mal wieder vergessen, die Tür zu schließen. Wenn das kein Glück ist. Oh yeah, Bitches. Denkt ihr auch, was ich denke? Ja, super. Also gehen wir. Bin mir sicher, ihr schafft das schon. Soldaten vermeiden? Nicht töten? Ach man, redselig wie und dir die Frau. Ja, ich zähle darauf, dass sie aus diesem Loch rausholt. Ja! Ist hier was drin? Nö. Mit dem Reden auch nicht. Oh, scheiße. Der hat mich festgenommen. Und der vergisst jetzt natürlich jedes Mal wieder die Tür zuzumachen. So, wo kommen denn hier welche? Ist schon übel spannend. Ach, hier bin ich im Schatten. Ich kann mich nicht sehen, der Lappen. So, komm, geh wieder zurück, Junge. Ich muss hier durch. So, nicht ins Licht. Da ist einer. Oh Gott, zwei Stück.
Und hier ist ein Save Point. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch mal kurz das hier unterbrechen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.